So, da bin ich. Ist alles bereit? Aber natürlich. Ich darf in aller Bescheidenheit darauf hinweisen, dass ich der einzige Mann in der Stadt bin, der diese Ware beschaffen kann. Schwierige Angelegenheit. Ich kann Ihnen sagen, es war nicht einfach. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Diese Dinger da kaufe ich mir in jedem Supermarkt. Aha. Ja, aber hier kaufen Sie etwas ganz Spezielles. Öffnen. In einem Supermarkt gibt's nicht diese Qualität. Sehr gut. Ausgezeichnet. Das macht ihn glücklich. Das ist eine nette Idee von dir. Also, gute Nacht. Schau, Antonio. Bewahre sie auf für die Beerdigung des großen Meisters. Vorsicht! Gott, ihr ist weg hier. Gut so, Männer. Sehen Sie, es läuft alles wie geschmiert. Ich brauche noch eine ganze Menge solcher Transporte. Gewiss, gewiss. Und alle diese Ladungen werden sicher transportiert. Hm. Oh, Entschuldigung. Was machst du hier? Wolltest du nicht für die Seele des großen Meisters beten? Ich hab's versucht, ich hab's wirklich versucht, aber es ging nicht. Aber dann versuch es weiter. Gib nicht so schnell auf. Nein, ich kann nicht für diesen Verräter beten. Aber er braucht einen, der für ihn betet, wenn ich ihn erwürge. Ich werde ihm den Hals zudrücken und drücken, bis er um Vergebung bettet und um seine Seele fürchtet. Placido, sag mal, schämst du dich denn gar nicht? Natürlich. Aber erst, wenn ich es getan habe. Richtig. Gib es ihm. Gut, ja. Ich bin gleich zurück. Hey, das Traum bricht gleich. Vorsicht! Pass auf! Ich handle nicht mit Tomatenketchup, Sie Gemüsehändler. Das ist kein Spaß, Paul. Und Sie werden dafür bezahlen. Nur keine Sorge. Ich bring das in Ordnung. Worauf wartet ihr noch? Bringt mir den verdammten Betrüger! Und ich gebe Ihnen 24 Stunden. Fahr los! Also einig, ja. Wir sehen uns später. Es war mir ein seltenes Vergnügen. Hm. Ein komischer Vogel. Wieso komischer Vogel? Normale Gummiadler. Essen wir. Champagner. Bitte, was wünschen Sie? Bring mir das größte Steak des Hauses. Zwei. Und ein Bier. Zwei. Sofort. Ihr habt sie wirklich eingeschüchtert. Hm? Ihr Idioten. Ah. Ihr zahlt. Dafür bezahlt ihr. Verlasst euch drauf. Nein. Ich will hier keinen Ärger.
Sir? Nein, ich hasse Blumen. Blumen für die Damen. Lass das! Ich hab dir zigmal gesagt, du sollst hier nicht reinkommen. Du belästigst die Gäste. Da wäre ich nicht so sicher. $5. Spottbillig. Danke. Oh, danke. Wie lieb von dir, Harry. Für dich. Und diesen für deinen Boss. Bring sie ihm. Danke, Antonio. Warte doch mal. Du arbeitest immer. Machst du denn niemals Urlaub? Manchmal. Es kommt auf die Begleitung an. Oh, wenn's daran liegt, hier bin ich. Wie wäre es mit einer Reise nach Tibet? Wohin? Tibet, bei Indien. Was soll ich dort? Blumen verkaufen? In Tibet kauft man keine Blumen. Blumen sind Gottes Geschenk an... Hey, wer bist du? Ich, niemand. Ich wollte nur ein bisschen schlafen. Was macht ihr denn für einen Lärm? Da kriegt man ja kein Auge zu. Wenn du keinen Ärger haben willst, hau ab. Reg dich nicht auf, ich will keinen Ärger mit dir. Schaff den Penner weg. Komm mit! Tu das nicht. Hau schon ab! Puh! Hey, ihr scheint mich nicht zu verstehen. Vielleicht habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Das stimmt. So, jetzt könnt ihr mir besser zuhören. Ihr müsst lernen, euch gegenseitig zu lieben und zu verstehen. Habt ihr verstanden? Gewalt führt zu nichts. Diese Schwachköpfe. Hey du, pass auf! Hey, komm. Es ist nur, wisst ihr, haltet Frieden. Nur weiter so, Herr Pastor. Wir hören gerne Ihre Predigt. Schnappt ihn! Keine Angst, Jungs! Gleich kommt McConney! Auf Sie, Bella! Schotte sein. Ein McDonald's.
Damit verdienen wir verdammte $700. Ihr faulen Säcke. Aber zuerst müssen wir Antonios Ware verstauen. Oh Mann, Captain, wir machen später. Ich gehe erstmal pennen. Mein schönes Schiff! Wenn ihr so weitermacht, wird es noch sinken. Dein Schiff? Meinst du diesen verrotteten Eimer? Hey, Captain. Wir sollen sie von... Ich kann's beweisen. Warte, wenn ich dich in die Finger kriege, du. Warte. Du kannst mit mir kämpfen. Oder fehlt dir etwa dazu der Mut? Ich will mit niemandem kämpfen. Er hat mich wütend gemacht. Ich habe alles gesehen. Du bist ein feiner Freund. Ich bin sein Freund. Ich will zu jedem freundlich sein. So steht es in unseren Regeln. Gut, dann hilf mir. Du bist doch ein Kind des Himmels. Du würdest es niemals zulassen, dass diese Waffen so vielen unschuldigen Menschen den Tod bringen. Und wenn du mir immer noch nicht glaubst, überzeug dich mit eigenen Augen. Vielleicht entlarvst du dann den großen Meister und... Wer weiß, vielleicht wirst du dann der Führer der Sekte. Meinst du wirklich? Mein Wort drauf. Gut. Es ist merkwürdig. Wir treffen uns immer wieder. Glaubst du, das bedeutet etwas? Na, dieses Mal ganz bestimmt. Ich habe dir das Leben gerettet. Wenn mir was passiert wäre, hättest du dir was ausgemacht? Ja. Du magst mich? Nur ein wenig? Ich bin mir nicht sicher. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Bye, bye.